So, moins meine Lieben und somit auch wieder hallo und willkommen zurück zu einer Runde. Wie man sie kennt in der Refraktionsmap und gucken einfach mal, dass uns jetzt keiner hier so am Arsch geht. Wie diese Wang. GG, Mann! Wow, Alter! Und ich habe zweimal auf meine Drecksgrabeformation gedrückt und hat nichts gebracht. So, jetzt aber. Herzlich willkommen zu einer Nigonenten-Folge für meine Nigonenten. Viele von euch haben wieder mal in die Kommentare geschrieben, sie hätten gerne ein Tutorial von mir. Beziehungsweise sie fragen, es werden immer Fragen gestellt, so was sind die besten Tipps so als Anfänger, was für eine Ausrüstung soll ich mir zusammen sammeln, was für Gates soll ich machen, wie komme ich am besten voran, wie komme ich bestens an Uridium dran und so weiter und so fort. Mir wäre es da jetzt mal ganz hilfreich. Alter, dieses Deutschkreis von so Leute, findest du nicht? Mir, we es kommt aber immer, wenn ich die Taste 4 drücke. Will es mich verarschen? Ja, dann soll es halt da unten bleiben. Stört mich jetzt auch nicht. Eigentlich stört es mich total. So. Mir wäre es etwas hilfreich, wenn hier nicht. Oh, Alter, ich krieg hier nichts geklickt. Alter, ich raste gleich so aus, wenn dieses Drecksfenster da die ganze Zeit. Boah, Mann, Alter, dieses kleine Refraktionsfenster. Warum taucht das auf, Alter? Was für eine Dreckstaste ist das? Warum immer auf meiner X4-Taste taucht der Scheiß auf? Warum? Die ganze Zeit ist nichts, aber jetzt. Schaut euch das an. Schaut es euch an. Es will mich gerade so provozieren. Gut, flieg mal kurz weg. Was ist da? Interface. Interface. Tastatur. Tastatur. Können wir auf Taste 7, das können wir auf 8. Noch irgendwas? Was ist auf der verdammten 4-Taste? 4 Speicher, da ist. Ist dort Taste 4? Warum öffnet sich dieses Fenster, Mann? Ja, schön, wir haben einen Platz für den nächsten Sprung in die Refraktion. Also, ich bin schon in dieser Drecksrefraktion, Alter. Ach, so. Jedenfalls würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir da jetzt ein bisschen entgegenkommen würdet, um mir jetzt einen genaueren Startpunkt zu geben, von wo weg ich euch helfen soll. Also was ich damit meine, es ist schwierig, dieses Fenster macht mich aggressiv, verstehen Sie? Es ist nämlich sehr schwierig jetzt zu sagen, aber ich brauche das, Alter, ich kann jetzt mit diesem Map-Fenster, das was, Alter, schaut euch das an, es ist. Was muss links unten so? Ah, du musst hier oben aufs Pinters Bettfenster. Letztes spackt alles rum. Apropos spackt, die Bugs auf 4.5 wurden derzeit behoben, dass die Pet rumspackt und man nicht mehr mit Gegner oder Keter suchen konnte, wurde behoben. Weil sie haben davor etwas gefixt und das hat dann diesen Bug ausgelöst und ja, ein Bug lösen. Findet, erstellt 3 weitere. So, ich brauche nämlich einen Startpunkt, von wo ich euch helfen soll, wie ihr in Dark Orbit weiterkommt, leichter was kommt. Wir haben da so viele Punkte zum Diskutieren. Das ist jetzt nicht gerade einfach, sondern es gibt wirklich viele Punkte. Wo? Was ist denn das für eine Wänge? Warum sehe ich die nur so halb durchsichtig? Ja, gut, dann eben nicht. Dann verpiss dich halt. Warum geht mir das? Eigentlich so am Arsch vorbei. Was kann ich jetzt aber? Ich brauche nämlich einen Startpunkt, von wo ich euch weg, ich euch helfen soll. Es ist jetzt nämlich nicht so leicht zu sagen, mach dies und das mit der und der Ausrüstung. Ich bekomme so viele Fragen von Spielern, die haben gerade erst neu angefangen.
sie spielen schon eine Zeit lang, kommen aber gerade nicht weiter oder stehen an, weil sie keine Punkte Uridium machen oder sie haben gerade diese Designs bekommen, haben gerade das Zeta-Gate gemacht, wie ich schon mal früher gesagt habe, Zeta-Gate ist das beste Mal, um die Designs zu bekommen und Kappa für die blauen Designs und dann habt ihr wahrscheinlich diese schon die Spartanen-Designs auch schon gecraftet und jetzt wisst ihr nicht weiter, was sollt ihr als nächstes tun? Die einen sind jetzt aber nicht so weit, denen muss ich wieder den ersten Schritt erklären. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich bräuchte einen Startpunkt, von wo an soll ich jetzt erklären. Weil, wie ich es jetzt auch gerade schon gesagt habe, also am besten ist es, macht das Zeta-Gate, das Kappa-Gate für die blauen und roten Drohnen-Designs. Am besten macht ihr das alles an einem Sonntag, beziehungsweise dieses Wochenende an einem Samstag und Sonntag. Da ist laut Kalender ein doppelter Galaxy Gate Belohnungstag. 2 Tage lang. Das heißt, ihr bekommt die doppelte Belohnung, sprich auch doppelte Designs, solltet ihr die Designs noch nicht haben. Dann könnt ihr, macht ihr wahrscheinlich 5 Zetas, 5 Kappas oder so, um die 15 Stück insgesamt mit beiden zusammen. Und weil Kappas sind sehr teuer. Und dann könnt ihr die Spartan-Drohnen-Designs auch ganz schnell craften, weil ihr bekommt dann immer 2 Designs pro Gate, auch nochmal doppelt so schnell, ihr spart euch vieles, habt dann die Design-Sets damit auch schon fertig. Was wollt ihr dann noch machen? Wollt ihr dann die Hyperplasmin-Laser craften oder, weil es gibt ja derzeit auch die, wie heißen die jetzt nochmal? Hallo? Stehe ich gerade komplett auf der Leitung? Prometheus-Laser. Den habe ich auch noch nicht alle, aber wollte damit weitermachen. Könnt ihr überhaupt damit weitermachen? Habe ich auch schon mal im letzten Video hier, also letzten, im Prometheus-Anfangsvideo erklärt irgendwo, da könnt ihr erst ab Level 17 bekommt ihr die Quest. Da könnt ihr dann schon drauf und schon anfangen, Laser zu craften. Sind die besten, aber kommt ihr dann wieder da dran, ist es schwierig. Auf jeden Fall, habt ihr die LM4-Laser nicht, wäre auch wieder die Frage, dann solltet ihr weiter noch das Zeta-Gate machen, auch für die Drohnen-Designs lohnt sich's doppelt, weil ihr bekommt dann die Beute-Keys. Lohnen sich dann natürlich bei 50 Stück doppelte Galaxy-Gate-Belohnung. Mit 50 Stück macht ihr das Gate einfach mal 15 Mal und 5 bis 10 Mal und ihr könnt wieder LF4-Laser sammeln. Aber levelt sie nicht. Empfehle ich euch, ihr macht es zwar mehr Schaden, aber lasst es mit dem Leveln. Es lohnt sich für euch nicht, weil ein LF4-Laser kostet um die 100 bis 150.000 Uridium. Ohne die Upgrade-Hor und Rabatte oder mit Rabatten ist ziemlich teuer. Braucht ihr nicht, weil die Prometheus-Laser war das jetzt. Ah, es gibt die Paralität-Spalter, Prometheus-Laser, Hyperblasmoiden, Magma-Spalter. Die Prometheus-Laser sind nämlich die besten und wenn ihr darauf spielen wollt, dann vergesst es, sammelt, gebt nicht unnötig Uridium jetzt für LF4-Laser aus, obwohl die Prometheus jetzt die besten sind. Schießt euch die zusammen, die ersten Quests geben euch sowieso ein paar von diesen Lasern gratis, also easy, ohne Probleme. Und die könnt ihr dann eh nicht leveln, die kann man nicht leveln, von daher, ihr spart euch mit diesem Tipp jetzt wieder viel Uridium. Und dann wäre halt die nächste Frage: Wollt ihr auch wissen, wie kommt man am besten an Uridium dran? Doch das ist wieder die Frage. Was für eine Ausrüstung habt ihr alle? Ich empfehle euch halt, da ist auch wieder der Unterschied. Habt ihr die Möglichkeit zu investieren? Wollt ihr Geld investieren in dieses Spiel? Und hier sind keine Gegner mehr, keine guten. Nur noch Noobs, dann wollen wir dann raus. Wollt ihr, also seid ihr dazu imstande jetzt oder sagt ihr, ja, ich investiere Geld, um auch voranzukommen, muss jetzt nicht eine übermäßige Summe sein, aber sagt ihr, mindestens 100 Euro im Jahr für ein bisschen Uridium-Startkapital, weil so wie meine Uridium-Summe von 2 Millionen oder aufwärts, das funktioniert nur, wenn man erst einen guten Account hat, kann man das erst farmen. Und den Farming-Trick kann ich euch eigentlich auch erklären. Und ja, das sind so viele Fragen, aber man braucht auch die Anfänge. Und ich empfehle euch halt, wenn ihr erst am Anfang seid, also macht's mal, schaut's mal, dass ihr ganz normal ein paar Questen macht. Wenn ihr wirklich nichts bankt, dann habt ihr leicht frustrierte Zeiten und müsst mühsam Alien schießen. Anders bekommt ihr kein Uridium. Ich habe es nicht anders gemacht. Ich habe damals viel Kristallone geschossen, bis ich an einen guten Uridiumstand gekommen bin und so habe ich mich hochgespielt.
Natürlich zwischendurch bänken, aber meine meisten Seiten waren kristalline, kristallone, dann dadurch wieder Gates klicken und mit guter Ausrüstung dann natürlich, weil ich auch Gates geklickt habe, habe ich wieder Munition gehabt, Kubi schießen gehabt, bin ich dann gegangen, ja. Sind derzeit, glaube ich, eh relativ leer, die Kubi-Karten, weil bei uns schießt die fast keiner mehr. Sind alle nur noch auf den neuen BL-Maps, weil da jetzt eine neue Uridium-Quelle am Start ist. Und ja, da ist es halt dann die Frage. Da ist jetzt die Frage, ich kriege diesen Wichser einfach nicht. Da ist es dann die Frage, seid ihr auch imstande, so euer Uridium zu schießen, weil auch diese Frage mir so oft gestellt wird, wie komme ich am besten Uridium ran? Es gibt keine leichtere Variante dann. Entweder ihr investiert am Anfang Geld, um dann zukünftig mehr Uridium so zu machen wie ich, dass ihr nichts mehr banken müsst, außer Prämie und Rabatte, das mache ich halt noch, das lohnt sich. Oder geht ihr einen mühsamen Weg von kein Geld investieren, und holt euch dafür dann und macht euch so euer Uridium. Ist die Frage, was wollt ihr mehr? Ich sage jetzt mal 100 Euro, möchte keinen zwingen, aber 100 Euro einmal bei einer fetten Helix zu investieren. Damit könnt ihr schon mal einen guten Account rausziehen. Sage ich nicht, das ist auf jeden Fall machbar. Was ich dann noch sagen würde, was... Wenn ihr jetzt nicht eigen spielen unbedingt jetzt... Also es ist jetzt ein schwieriges Thema, wie ich das jetzt ansprechen soll. Bam. Gut, wir gehen hier raus, hier ist nichts mehr. Jetzt kann ich verlassen, Drecksfenster. Ja, wenn ihr jetzt nichts dagegen habt oder wenn ihr nicht sagen... Ja... Wenn ihr unbedingt stolz drauf seid, euren eigenen Account hochzuspielen, dann macht das doch. Wenn ihr jetzt sagt, das Spiel, mir ist es komplett wurscht, ob der Account jetzt von mir hochgespielt wird oder nicht, dann ist eine billigere Variante, einen Account zu kaufen, ist zwar laut Bitcoin illegal, aber meiner Meinung nach wäre es sowas, wäre es nur logisch, also theoretisch. Ich würde es keinen empfehlen zu machen oder sich erwischen zu lassen, es ist illegal, aber logischerweise, ja... Wäre es günstiger, weil für 100 Euro wird man auch einen guten Account bekommen. Also, wenn ich jetzt mit der Orbit anfangen würde, ich würde theoretisch einen Account kaufen wollen. Wäre ich zwar mit der Gefahr, dass er dann gebannt werden würde, wenn der Dark Orbit draufkommt, dass der gekauft worden ist. Aber es wäre eine billigere Variante. Aber das brauche ich nicht, ich habe meinen Account jetzt schon... fast 9 Jahre, wir feiern ein 9-jähriges Jubiläum mit meinem Account im September und bin ich stolz drauf und da riskiere ich nichts. Auch kein Botten. Will ich auch nicht in dieser Folge ansprechen, mich wundert es halt nur, dass so viele nicht gesperrt werden, aber wenn die Botten jetzt auch gesperrt werden, stirbt das Spiel eh ganz aus. Also Botten sind wichtig, weil das sind halt wieder die Leute, die sich irgendwie die Bots leisten können, aber selber nicht spielen, weil sie jetzt nicht banken wollen für das Uridium, was die Bots erschießen, beziehungsweise geht es da mehr wieder um die Punkte. Aber gut, anderes Thema. Ich sage auf jeden Fall, ich danke auf jeden Fall wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Und schreibt es mir mal in die Kommentare, von wo aus genau ihr wissen wollt, was für Tipps ich euch geben kann, ab welcher Ausrüstung. Und dann beantworte ich euch diese Frage im nächsten Video. Und ihr könnt ruhig ein etwas längeres Kommentar schreiben. Führt halt eure Frage genau etwas aus und dann kann ich sie im nächsten Video beantworten und vielleicht hilft es dann nicht nur euch, sondern auch mehreren. Ich sage jetzt danke wieder, weil ihr eingeschaltet habt. Abonnieren unten, Daumen rauf. Würde ich mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns dann wieder mal beim nächsten Mal. Reingang wieder schauen. Meine Nigolenten, das war's.